Studio zu haben. Susanna, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für die Message auch. Danke, Pat. So vielen gut. Dank. So gut. Hey, wäre es möglich, dass du kurz in 30 Sekunden nochmal einmal die Message so zusammenfasst, sodass wir quasi einfach die Zusammenfassung auf jeden haben? Fall. Also, was ich halt beeindruckend finde, ist das Jabesgebet in 1. Chronik 4, Vers 9 und 10, nur zwei Verse, wo so ein lebensveränderndes Gebet gesprochen wird, das fasziniert mich immer. Da, wo Leute beten und es passiert etwas. Und er wird als Schmerz geboren und nachher steht, er ist der angesehensten unter seinen Brüdern und er bittet um Segen, er bittet um Kraft, er bittet um Gebietserweiterung, er bittet um Bewahrung. Und dann heißt es unten, und Gott erhörte sein Gebet. Also, was willst du mehr? Ja, so gut. Du redest ja davon, warum es Unfairness in unserem Leben im Prinzip gibt. Glaubst du, dass Jesus uns immer durch Unfairness durchführt, um zu wachsen? Oder ist es einfach, dass er das nutzt, dass wir wachsen? Ja. Das finde ich ein kleiner Unterschied und voll, ich sehe es so, dass Jesus Unfairness nutzt, dass wir wachsen können. Weil das heißt es ja auch im Römer 8, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Ja, und wenn ich unfair behandelt werde, dann schmerzt das extrem, dann löst es so viele auch Gefühle und Emotionen aus. Ja. Und trotzdem glaube ich, dass Gott dadurch etwas in mir wachsen lassen kann und das nimmt schon einen großen Teil vom Schmerz weg. Voll. Das heißt, Jesus führt uns nicht in Unfairness, sondern er geht mit uns. Er kann es benutzen. Er kann eben alles für sich nutzen. Ja, voll gut. Jetzt hast du davon gesprochen, dass wir quasi aus diesen verschiedenen Zonen quasi weitergehen. Wie machst du das? Also welche Fragen stellst du dir oder wie kommst du aus dieser Komfortzone im Prinzip raus? Wie machst du das? Ich finde es einfach beeindruckend, wenn man sich vorstellt, dass eben nur schon, ich bin in unfairen Umständen, so eine Komfortzone sein kann, wo man einfach drin ist. Ich werde unfair behandelt an der Arbeitsstelle, aber es kommt mir nicht mehr in den Sinn, dass es ja nicht so bleiben muss. Da ist immer so die Frage, ich kann nicht oder bei mir geht das halt nicht. Yeah. Aber wenn man fragen würde, die Frage umdrehen, wie kann ich? Also nicht ich kann nicht, sondern wie kann ich? Oder wie wäre das möglich? Oder wie geht es anders? Das hilft einfach, aus der Komfortzone rauszugehen. Es ist fast so, wenn ich sage, ich kann nicht, dann mache ich die Tür zu. Und schließe sie ab und weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Aber wenn ich frage, wie kann ich, versuche ich die Tür aufzumachen und ich muss einfach rausfinden, wie ich einfach... Und stell dir mal vor, wie unfair wir selber oft zu uns sind. Wenn ich sage, ich kann nicht, dann mache ich mir selber die Türe zu. Ja. Wenn man das mal unter diesem Blickwinkel anschaut, ist schon beeindruckend. Ja, das ist super. Wenn wir jetzt uns auf Jesus fokussieren, um wirklich, also ich stelle mir die Frage, wie kann ich? Und da wäre dann einfach, ich fokussiere mich auf Jesus, um da zusammen mit ihm durchzugehen. Was sind vielleicht ein paar praktische Dinge, die du vor 30 Jahren, wo du wirklich durch die schwierige Zeit durchgegangen bist, von der du gesprochen hast, wenn du die Message noch nicht gehört hast, schau dir die Message an. Es ist so powerful, aber du bist darauf so ein bisschen schon eingegangen. Was hat dir damals geholfen und wie sieht es heute aus? Also damals hatte ich wirklich so ein, zwei Bibelverse, an denen habe ich mich wie automatisch, auch das ist ein Geschenk, dass ich mich an denen festhalten konnte und dass die mir so viel Kraft gegeben haben. Yeah. Und ich wusste einfach, ich habe meinen Fokus voll auf diese Verse gehalten, wie zum Beispiel, sei mutig und entschlossen, ich bin mit dir, aus Josua 1, Vers 9 oder dann Jesaja 41, Vers 10, dass ich keine Angst haben muss, dass er bei mir ist, dass er mir hilft. Diese Verse habe ich mir immer aufgesagt und so habe ich mich, weißt du, ich stelle mir das vor, wie so ein Seil und du gehst über eine tiefe Schlucht und so habe ich mich mit dem Seil so durchgehangelt und heute ist es effektiv nicht anders, obwohl ich irgendwie eben das Bild mit der Komfortzone und dass es normal ist, dass man Angst hat, das hilft natürlich alles und ich habe heute noch ein bisschen ein anderes Bild vor Augen, dass ich mich mit Vertrauen anreichere. Das habe ich mal gelesen, weil Jesus hat ja auch gebetet und da stellt man sich die Frage, was er gemacht hat und jemand hat gesagt, er hat sich mit Vertrauen anreichert.
angereichert. Ja. Und das habe ich gestern gemacht, heute Morgen gemacht und einfach gedacht, stimmt, ich reichere mich jetzt mit Vertrauen an. Eine Frage habe ich noch. Wie schaffe ich das auf langfristig? Weil häufig ist es ja nicht so, dass es eine kurze Zeit ist, dass man durch eine Season durchgeht, sondern es kann ja teilweise echt lange dauern. Also es kann ja 2-3 Jahre sein, es kann 10 Jahre sein, es kann ja schon länger dauern. Wie schaffe ich es, dass ich auf Jesus fokussiert bleibe? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass man Zeit einplant, um mit ihm zu verbringen. Also, weil unser Sohn ist jetzt über 21, also er wird, keine Ahnung, 23 oder was im März. Jedenfalls, er hat mir gesagt, Mami, ich liebe mein Plüschtier mehr als Jesus, als er klein war. Also weil, nicht jetzt, sondern wo er klein war, hat das gesagt. Als er klein war, hat er gesagt, ich liebe mein Plüschtier mehr als Jesus, weil mein Plüschtier sehe ich und habe ich immer bei mir. Und das ist so ein Bild, das ich habe. Ja, ich habe ihn verstanden. Ist ja logisch. Also ich meine, aber genau dann müssen wir irgendeinen Weg finden, dass wir so oft mit Jesus in Kontakt sind, dass wir ihn eben mehr lieben. Ja, das ist gut. Also wirklich auch einfach die Connection mit ihm zu haben und in diese Zeit zu gehen, wo ich die Bibelverse habe, wo ich vielleicht worship, vielleicht einfach die Zeit mit ihm habe, wo er mich füllen kann. Und trotzdem ist es ja ermutigend, auch für mich. Vor 30 Jahren bin ich geistlich anders unterwegs gewesen als heute. Voll. Und trotzdem, was auch damals einfach der Bibelvers, das hat gereicht. Das hat mich durchgetragen. Also ist heute noch das Gleiche. So. Ist auch eindrücklich, oder? So gut, so gut. Vielen, vielen Dank. Du, könntest du noch für uns beten? Und, mache ich gerne. Das wäre super. Danke. Ja, und himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du jede einzelne Person siehst, die jetzt online zuschaut und eingeschaltet ist. Und ich danke dir, dass du einfach einen Segen bereit hast für jede Person. Und ich sehe gerade einfach so einen Kaffee, den man serviert bekommt. Und es hat... Bei manchen Restaurants hat es einfach noch so eine Praline dabei. Und ich sehe einfach, dass du, Jesus, der bist, bei dir gibt es so eine Praline und dass du sie heute einfach austeilst. Und das ist der Segen. Und ich segne dich mit dem, was du brauchst. Du hast keinen Mangel, wie es im Psalm 23 heißt. Und das spreche ich dir zu im Namen Jesus. Amen. Hey, so schön.